Ja, dann komm, lass uns Jules reingehen. Dann lass uns Jules. Okay, Als komm. damals. Die goldenen Tage von Fortnite. Okay, bereitet euch darauf vor. Ich glaube, das wird sehr sage, das Video. Let's go. Der Virus die Erde übernahm, wussten wir nicht, wer uns das werden wird. Jeder fing an, über diese neue Sache zu reden, namens Fortnite. Erst waren unsere Kinder betroffen. Dann reicht es Stück für Stück auf die Kinder. Oh nein, das hängt schon so an, Bruder. Der Erwachsenen. Und so flohen wir auf den Mars, weg von der Erde, welche verseucht wurde von Fortnite. Doch für die Erklärung, wie es dazu kam, müssen wir zurück an den Anfang. Alles startete damit, dass eine Firma namens Epic Games irgendwann mal auf die Idee kam, Minecraft, den Call of Duty Zombie Modus und Plants vs. Zombies zu fusionieren. Ein Spiel namens Fortnite Save the World entstand. Seit 2011 arbeitete Epic Games bereits an diesem Projekt und 2017 kam es dann endlich. Krass, Alter, seit 2011 und niemand wusste davon und dann ist es einfach. Es ist einfach komplett gekommen, Digga. Es ist komplett da gewesen. Auf den Markt. Und das war ein ziemlicher Flop. Epic Games war am Boden. Und so kam sie auf eine geniale Idee. Einfach das Konzept von PUBG klauen. Spiele wie PUBG oder H1Z1, wovon 100 Spieler nur einer am Ende überlebt, waren nämlich ziemlich Ich sag euch auch ehrlich, PUBG war das krasseste Battle Royale Game. So eins der ersten damals. Neben H1Z1. Lieb damals. Und so arbeitete Epic Games an. Aber es ist halt jetzt komplett, die haben es jetzt komplett zerstört, Digga. Mit ihren Mobile-Versionen da, mit 1000 Skins und das kannst du holen und das. Die haben es jetzt komplett gefickt, aber am Anfang war es echt krass. In einem Battle Royale. Jeder sollte spielen können. Komplett umsonst. Man soll bauen können, es soll kein Blut zu sehen sein. Und haben wir die Leute erstmal komplett süchtig gemacht, können wir ihnen kosmetische Items für Geld anbieten. Und somit kam 2017 Fortnite Battle Royale raus. Und so sollte es beginnen. Das goldene Zeitalter von Fortnite. Wir befinden uns in Season 0. Dieses neue Spiel Fortnite sieht ziemlich witzig aus. Lass uns am Rande der Map landen, damit uns keiner findet, dachte sich wirklich jeder Season 0 Fortnite-Spieler. Du findest deine goldene Scar, du hast das Spiel gewonnen. Aber sei bloß nicht einer der Typen, die zu goldenen Scar rennen. Junge, wie geil, Alter. Wie geil einfach die Zeit zurückdrehen, wo Fortnite gerade frisch rausgekommen ist. Ihre Teammates wieder zu beleben. Und wenn du dich vor absolut gar nichts fürchtest, landest du im Pleasant Park und spielst gegen andere Spieler. Fußball. Du landest zufällig im Loot Lake, du hast das Spiel verloren, weil es da keinen Loot gibt. Und hast du einmal einen Spieler mit einem Skin gesehen, hast du dich voller Todesangst im Busch versteckt, mit der Hoffnung, so deinen ersten Battle Royale zu bekommen. Doch vor deinem Sieg gab es noch das letzte 1 gegen 1, bei dem beide Spieler mit komplett zittrigen Händen vor dem Bildschirm saßen. Da rennt ja ein Busch, richtig, Season 1 ist hier. Außerdem ein Pumpkin Rocket Launcher, eine neue Sniper Rifle mit dem Namen Pump Shotgun. No way! Und wahrscheinlich haben hier auch deine Freunde angefangen, das Spiel zu spielen. Oh Gott! Und wahrscheinlich jeder andere Mensch auf der Welt. Und neuer Weltrekord. 10 Millionen Spieler. Außerdem gibt es noch mehr Skins zu kaufen. Aber warum Geld das geben? Die wird man doch sicher später eh nochmal kaufen können. Richtig? Das Season 2 ist hier. Und jeder hat Angst vor dem Black Knight Skin. Und außerdem haben wir die Map ein bisschen verändert. Hier eine coole neue Stadt. Vielleicht landen da ja ein, zwei Leute in der... Holy shit! Ey, das war auch wirklich einfach immer das Gleiche da, ne? Ey, Edis, danke dir vielmals für den Host, Bruder. Vielen lieben Dank. Warum bist du heute so früh off? Warum heute so früh weg, Digga? Was geht ab? Wir gucken uns gerade die Anfangszeiten von Fortnite an, Leute. Die goldenen Tage von Fortnite, wie sich alles verändert hat. Was habt ihr heute gemacht? Was ging heute bei euch? Ach, stimmt, du bist ja morgen in Köln, ne? Digga, viel Spaß auf jeden Fall. Jungs! Oh, und dieser noch unbekannte Typ hat gerade einen großen Streamer mit Hilfe von der Baumechanik getötet. He kept building up! Tja, bauen scheint ein doch nicht so nützlich zu sein. Und so entstanden die verschiedenen Arten von Fortnite-Spielern. Erstmal gibt es den Fortnite-Spieler, der meistens einfach nur an einer Stelle campt und wartet, bis nur noch einer übrig ist. Und dann gibt es den Spieler, der einmal angeschossen wird und ein XXL 5-Sterne-Hotel mit Wi-Fi und Wasserfontäne baut und plötzlich 100 Meter über dir steht. Ja, Bruder, ab dem Moment war das Spiel gefickt. Ab diesem Moment, wo die Leute sowas gemacht haben, wusstest du, okay, Fortnite, das war's. Deinstallieren, das war's. Brauchst gar nicht mehr reingehen in dieses Spiel. Guck mal, was ist das denn, Bruder? Was ist das denn? Das reicht doch. Man muss doch nicht übertreiben, seinen Film. Es ist doch irgendwann gut. Guck mal. Dann gab's noch die Leute. Okay, I know, wer hat das ganze Gebäude so schnell hoch? Dann gab's noch die Leute, die kreativ wurden mit den Kills und anderen Spielern Fallen gestellt haben. Und dann die Default-Skins, die auch nach dem 10. Spiel immer noch nicht ganz wussten, wo der Schießen-Button ist. Ah ja, und hier ist noch ein neues Item. Damit kann man die Gegner...
Boah, war das nervig, Digga. Das war so ein Abfuck-Holy-Shit. Oh, und Moment mal, was ist dort in der Luft? Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es sind vier Leute mit der neuen Skybase-Strategie. Man baut sich einfach ganz oben durch die Luft, mit der Hoffnung, dass dann keiner entdeckt. Und am Ende springt man runter. Die Strategie wird sicher keiner nachmachen, oder? Oh, das Video hier hat 23 Millionen Klicks. Ich war zuerst. Das ist meine Strategie. Zwei Streamer entdecken außerdem, dass Raketen auch eine Hitbox haben. Und so wurde der Rocket Ride geboren. 1, 2, 3. Season 3 ist hier. Fortnite ist mittlerweile das meistgeschauteste Spiel auf Twitch und irgendwelche Typen mit Namen wie Tifo, Dakotas und Ninja scheinen ziemlich gut zu werden in dem Tifo-Spiel und holen ein paar Kills pro Runde. Die neue Season brachte den John Wick-Skin, den gefährlichsten Skin überhaupt, und die Minigun, der erste Counter gegen die Leute, die Bauern zur Haupttätigkeit vom Spiel machen. Irgendein Streamer kommt doch auf die Idee, zwei Shotguns auf einmal zu benutzen. Nun, das ist ziemlich OP und das wurde genervt. Aber dafür gibt es hier eine Instant-Base und dazu ein neues Sniper-Rifle ohne Visier für die harten Kerle unter den Spielern. Außerdem ein Missile Launcher und ein Redditor kam auf die Idee, sich selbst damit durch die Luft zu schießen. Ja, Bruder, da fing das schon an, Das war noch die Zeit, bevor dann diese riesigen Robocops auf der Map gespawnt sind, Bruder, die du auch steuern konntest. Plötzlich haben es alle gemacht. Und, oh, was steht da vorne? Richtig, ein Lama. Da ist bestimmt nichts Wertvolles drin, außer geführten 500 Items. Die gibt es jetzt übrigens auch in Real Life zu finden. Außerdem gibt es jetzt C4, eine Armbrust, die keiner benutzt, und Rauchbomben. Ah, und willst du den Zuschauer-Weltrekord auf Twitch brechen? Dann kombiniere einfach den größten Namen der Gaming-Industrie und den größten Namen der Musikindustrie und zack, Drake und Ninja streamen zusammen Fortnite. Ja, Mann, das war auch sehr, sehr Five-Head von Fortnite, Digga. Die haben da Ariana Grande haben die sich geholt, Travis haben die sich geholt und noch, ich weiß nicht, wen die sich noch geholt haben, Bruder, aber das ist... Cash. Ein neuer Weltrekord mit 620.000 Zuschauern. Boah, das war auch so eine wilde Zeit. Wo Ninja alles rasiert hat auf Twitch, ne? Junge, der Chat sah auch wirklich so aus. Du hast in dem Chat auch nichts, du hast keine Nachrichten gesehen, du hast nur so Prime-Subs gesehen im Chat. Da hat keiner was reingeschrieben, so, das war, nur diese Prime-Subs hat man gesehen die ganze Zeit. Das war so krass, Digga. Das war so wild damals, was abging. 600.000 Zuschauer, Bruder, das ist ja schon, wenn man schon so 2.000, 3.000 Zuschauer hat, selbst 1.000 Zuschauer, Digga. Überleg mal, 1.000 Zuschauer alle in einem Raum oder... Platziert man diese Menschen nebeneinander und guckt, wie viele Menschen da sind, die gerade da sich die Zeit nehmen und da zugucken. Das ist zu krass, wirklich. Man tut das sehr, sehr, sehr unterschätzen. What the fuck? Und du fragst dich, was ein guter Weg deswegen, ist. Deswegen, mich fuckt das auch immer ab, wenn man anstatt, weiß ich nicht, 5 oder 4K Zuschauer irgendwie 1.000 oder 2.000 Zuschauer hat. Die Leute, die dann in den Chat kommen und schreiben sowas wie, wie heute nur 2K Zuschauer? Warum nur 2K Zuschauer? Dein Hype ist vorbei. Bruder, das sind doch alles Menschen, die da sind, die da sitzen und zugucken, Bruder. Rechnet ihr das doch mal einmal, also versucht euch das mal bildlich vorzustellen, dass da so viele Leute sind, die gerade zugucken, wie nur 2K-Zuschauer. Und das sind meistens Leute, die selber noch nie Twitch gemacht haben oder YouTube oder sowas. Die wissen gar nicht, was das für ein Weg ist, so, dass man überhaupt erstmal sogar auf 100 Zuschauer kommt. Selbst 100 Zuschauer sind krass. 100 Zuschauer, Digga, das sind 100 Leute, die da vorm PC sitzen und zugucken. So, das, keine Ahnung. Das ist so, das ist einfach so voll dumm einfach, macht gar keinen Sinn. Um an neue Emotes im Spiel zu kommen, der Boogie Down Contest. Fortnite-Spieler können ihren Tanz auf Social Media posten und mit etwas Glück wird ihr Tanz im Spiel verewigt. Gefühlt 80% der Einsendungen waren sehr übler Cringe und gewonnen hat dann schließlich irgendeine Tanzgruppe mit einem Standard-Tanz. Doch Reddit, PewDiePie und gefühlt jeder andere Fortnite-Spieler wollten, dass das Orange Shirt Kit gewinnt. Epic Games gab nach und das Emote wurde schließlich hinzugefügt. Dann hat die Mutter von dem Kind Epic Games verklagt und naja, das endete nicht so gut alles. Hey, Digga, da ist die Karen direkt ins Spiel gesprungen, Alter. Straight in Tilted Towers rein. Sich hinzugefügt. Dann hat die Mutter von dem Kind Epic Games verklagt und naja, das endete nicht so gut alles. Aber Season 4 kommt bald. Und womit kriegen wir diesmal die Spieler emotional investiert? Oh, wir müssen gar nichts machen, denn am Himmel schwebt ein riesiger Meteor und er kommt immer näher. Millionen Theorien darüber, wo er landen wird. Hm, die Fortnite-Map sieht ganz schön aus wie Polen. Deswegen landet der Meteor
sicher in Tilted Towers. Lasst uns alle mit einer Zeremonie Tilted Towers würdigen und jedes Gebäude in der Stadt zerstören und tanzen, dachte sich ganz Reddit. Kurz bevor der Meteor dann doch schließlich Dusty Depot traf, aber da landete eh keiner. Season 4 ist hier, neue Superhelden-Skins und der Meteor lässt Steine liegen, mit denen man durch die Welt springen kann. Oh, und Thanos ist jetzt im Spiel. Warte mal, Thanos? Richtig, der erste Fortnite-Kollab. Lasst uns alle schnell diesen Modus spielen, denn Epic Games wird sicher nicht jede Woche so eine Kollaboration rausbringen. Ah ja, außerdem Bounce Pads, viele neue Skins und Jetpacks zum Kämpfen in der Luft. Oh, und was ist diese neue Rakete in der Map? Keine Ahnung, aber Reddit, bitte schreibt Millionen Theorien darüber und wir suchen uns die beste aus. Oh shit, die Rakete startet. Das ist wie früher bei GTA gewesen, bei GTA auch. Bei GTA damals haben so viele YouTuber und so auch Videos rausgehauen über so Sachen, die noch kommen können. Das war richtig geil bei Fortnite, wirklich. Ich hoffe, dass es bei GTA 6 genauso sein wird. Diese ganzen Easter Eggs und so, dass man anfängt so herumzuforschen, was abgeht, was nicht, was noch für Updates kommen könnten und so, was nicht. Es fehlt einfach so ein Spiel aktuell. Erst war es GTA, dann war es Fortnite so. Es ist Zeit für GTA 6. Neue Season, Golfkarts, Rifts und eine P90, die so OP ist, dass Leute anfangen, zwei davon zu fahren. Ja, man kann jetzt außerdem dem Busfahrer danken. Und die Leute, die das machten, sind wahrscheinlich heute alles Multimillionäre. Thank you, Bus Driver. You're welcome. Fortnites Einnahmen steigen gerade außerdem um Milliarden und das erste Live-Event auf der E3-Messe findet statt. Boah. Nice. Haben Kiddies etwa von dem Spiel mitbekommen? Richtig, die große Kinderwelle übernimmt Fortnite und sie sollte die Menschheit für immer prägen. Sieh der Realität ins Auge. Ey, ich kann das doch nicht mehr sehen. Hallo, es reicht. Nein. Fortnite! 1,5 Schulpräsentation über Fortnite. Die erste Schule in Amerika bannt Fortnite daraufhin, nachdem ein Kind während einer Schweigeminute den Flossdance gemacht hat. Heute trauern wir alle für die Verstorbenen gemeinsam mit einer Schweigeminute. Auch Deutschland wird von der Fortnite-Welle getroffen. Für Fortnite! Und coole Eltern fangen an, Fortnite-Nachhilfe und Tutoren anzustellen, damit ihre Kinder besser in Fortnite werden. Während manche Eltern gar nicht so viel von Fortnite haben. Boah, das Video kenne ich noch von YouTube damals. Oh mein Gott, das ist so ein OG-Video. Spaß am Tötungsszenario, das vielen Eltern Sorgen bereitet. Diskussionsrunden über Fortnite. Time to talk. Scammer sehen das als perfekte Möglichkeit, um den Kids V-Bucks-Generatoren anzubieten, im Tausch gegen deren Epic Games Passwort. Oh nein, ich will gar nicht wissen, wie viele Accounts da verloren gegangen sind, wie viele Kinder da gescampt wurden, wie viele Tränen da in Kinderzimmer geflossen sind, weil der Fortnite-Account dann weg war, Alter. Oh nein. Mama! Fortnite kriegt außerdem einen Stand auf der VidCon, der Streamer Ice Provider. gebauten Lama zu verstehen. Stand auf der VidCon und Streamer. Ah, ich dachte, jetzt kommt die Gamescom, wo jemand vor dem Fortnite-Stand auf den Boden geschissen hat, Bruder. Das weiß ich, bis heute frage ich mich, was da passiert ist. Sidon und Sam Pepper kommen auf die Idee, sich in einem selbstgebauten Lama zu verstecken, um sich somit umsonst auf die Messe zu schleusen. Wow. Die viel zu starken Waffen im Spiel scheinen doch etwas die Leute zu vergrauen. Wie sollen wir diesen Shitstorm lösen? Ein Würfel namens Kevin. Von allen, die ganze Halle hat gestunken. Ich war da ekelhaft, ey, bitte. Lebewesen, die hochentwickelteste Spezies. Der sich über die ganze Map bewegt und im Loot Lake landet. Plötzlich schwebt das Haus über dem See und wir sind in Season 6. Außerdem haben wir Zombies hinzugefügt, mit der Hoffnung, dass wir doch noch Lust auf unser totes Spiel Fortnite Save the World bekommen. Und der Quad Crasher, man kann gefühlt unendlich fliegen damit. Genauso wie in Real Life halt. Und falls du 5 Millionen Klicks brauchst, snipe einfach jemanden von dort oben ab. Und Fortnite belebt mit einem neuen Emote im Shop das T-Posing-Meme wieder. Natürlich sind sich die Kids auch hierfür nicht zu schade. Oder das gleiche Animation wie bei Dings einfach. Oh mein Gott, Bro. Oh, sind sich die Kids auch hierfür nicht zu schade. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott, no, man, no. Plötzlich fängt die ganze Welt an, Cyberpunk-Simulator zu spielen und zu T-Posen. Erst ist es Boris Johnson, dann macht es nur Waschbären. Dann gefühlt jeder Mensch in der Stadt und auch das berühmte Halo-Meme wird wiederbelebt. Und was zum Teufel fliegt hier? Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Ja, es ist ein Flugzeug. Kommt aber nicht so gut an, auch wenn es ziemlich witzig ist. Wie wäre es diesmal mit einem neuen Item, was das Spiel komplett ruiniert und die Spielerzahlen noch weiter sinken lässt? Dem Infinity Blade, das Schwert, was nur einer tragen kann, der würdig genug ist. Oder am schnellsten dort landet und dann das ganze Spiel gewinnt, ohne gefühlt irgendetwas zu machen. Sing, 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 und das ist wieder aus dem Spiel. Als Entschuldigung gibt es diesmal weihnachtliche Skins und Schneemänner.
Oh mein Gott. Und dein Creative Mode, in dem Leute Parcours und ziehen. Boah, der Creative Mode war so, glaube ich, nochmal, das hat nochmal wirklich viel gesaved. Sehr, sehr wichtig. Das fand ich auch geil. Coole Sachen bauen können und damit Kiddies noch mehr Zeit damit verbringen können zu üben, wie man das World Trade Center baut, sobald sie nur einen einzigen Schritt hören. Und was passiert eigentlich, wenn man ein Spiel für Kinder, was im Hype ist, in ein Spiel für Kinder, was im Hype ist, integriert? Richtig. Das hat mich wie an, also dieser Creative Mode hat mich von dem Parcours her auch wie an GTA erinnert, wo damals dieser Editor-Modus rauskam, wo man diese Asian Maps spielen konnte. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, von GTA 5, GTA Online noch. Diese kranken Autorennen-Maps und so, Motorradrennen-Maps. Das war auch sehr, sehr geil, Digga. Yo, 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 was passiert hier? Wir müssen noch mehr Zeit damit verbringen können zu üben. Party Level Asian, ja, genau. Das World Trade Center baut, sobald sie nur einen einzigen Schritt hören. Und was passiert eigentlich, wenn man ein Spiel für Kinder, was im Hype ist, in ein Spiel für Kinder, was im Hype ist, integriert? Richtig. Season 8. Ein riesiger Vulkan ist jetzt auf der Map und man kann mit so steuerbaren Kugeln so tun, als wäre man in Jurassic Park. Ah, und irgend so ein 16-Jähriger gewinnt 3 Millionen, weil er Fortnite gespielt hat. Und das macht ziemlich große Schlagzeilen und so. Ey, der hat auch alles auseinandergenommen, ne? Irgend so ein 16. Bruder, einfach mit 16 ausgesorgt mit Fortnite, Digga. Ich sag dir ehrlich, muss man auch erstmal hinbekommen. 16-Jähriger gewinnt 3 Millionen, weil er Fortnite gespielt hat. Und das macht ziemlich große Schlagzeilen. Und so kommen wie immer viel zu spät auch Boomer auf den Geschmack von dem coolen Spiel namens Fortnite. Und so kommen wie immer viel zu spät auch Boomer auf. Der Brie denkt sich auch, ich will auch 3 Millionen haben, Bruder. Ich geh jetzt rein. Scheiß drauf, geh mit dem coolen Spiel namens Fortnite. Und sie tanzen Fortnite-Tänze. Oh mein Gott. Ah. Oh. Yes. Here we go, you ready? 10 Wege, wie unsere Klasse genauso ist wie Fortnite. Unser Klassenraum ist nicht Tilted Tower. Fortnite Jonesy hasst Mobbing. Guck mal, wir tanzen den Fortnite-Tanz, kauft unsere Versicherung. Season 9 kommt, es gibt neue Luftportale zum Gleiten und irgendetwas aus dem Eis guckt uns an. Aber irgendwie ist der Hype weg. Selbst die Profis haben keinen Bock mehr auf das Spiel. We don't really like the game that much anymore. Not gonna lie. Selbst Kinder haben keinen Bock mehr auf das Spiel. Fortnite sucks, more like Fartnite. Fortnite. Hä? Hey? Apex Legends. Night sucks, more like Fartnite. Und das Konkurrenzspiel Apex Legends gewinnt immer mehr an Spielern. Und zahlreiche schlechte Fortnite-Kopien kommen auf den Markt, um eine Menge Kohle zu machen. Hä, was ist das denn, Bruder? Und zahlreiche das habe ich ja noch nie gesehen. Was ist das denn für eine Fortnite-Abklatsche, Bruder? Schlechte Fortnite-Kopien. Say what? Was ist das denn, Bro? Ist das ein Mobile-Game? Kommen auf den Markt, um ich sag euch ehrlich, wenn die mir jetzt ein Placement-Angebot machen, ich würde sofort machen. Mehr an Spieler. Und zahlreiche direkt schlechte Fortnite. Das sieht voll krass aus. Ich würde das 2-3 Stunden grinden. Fortnite-Kopien kommen auf den Markt, um eine Menge Kohle zu machen. Epic Games sieht das. Verklagt die Fortnite-Kopien aber nicht, sondern kopiert einfach die Sachen von den anderen Spielen und fügt sie in Fortnite hinzu. Auf Reddit etabliert sich das Meme Minecraft good, Fortnite bad. Und Minecraft überholt Fortnite wieder in den Spielerzahl. Außerdem kann man jetzt Warzone spielen, falls man in Fortnite nicht bereits genug gestorben ist. Epic Games bekommt außerdem einen ziemlich großen Shitstorm, wenn sie Tänze von Leuten klauen und diese in ihr Spiel tun, ohne zu fragen. Eine Klage nach der anderen, wegen kopierten Fortnite-Tänzen. Die verklagen einfach ein Spiel nach dem anderen, Bruder. Aber kann man auf Tänze Patent legen? Auf Bewegungen? Kann man auf Bewegungen Patent legen? Ja, ne? Wahrscheinlich auf alles heutzutage. Ein Skandal, weil Fortnite zu süchtig macht. Glaube ich, auf ein Furzgeräusch kann man auch Patent legen. Wegen schlechten Arbeitsbedingungen bei Epic Games. Aber auf alles gefehlt. Ja, irgendwie geht's auf. War kein Problem. Epic Games hat eine Idee, um die Leute wieder hochzuhalten. Ein riesiger Teddybär-Roboter in einem Vulkan, weil es ist Season X extrem schlecht. Roboter werden hinzugefügt, die viel zu stark sind. Die habe ich gar nicht mehr mitbekommen, die Seasons, Mann. Ich war irgendwie bei 3, 4, war ich komplett raus. This game is so trash. This guy has one kid. Leute fangen an zu protestieren und spielen nicht mehr, bis die Roboter aus dem Spiel sind. Also Leute, willkommen zu meinem Tutorial, wie man den Brute-Roboter kontern kann. Das war's mit meinem Video. Derweil wird Fortnite auf dem Markt komplett ausgeschlachtet. Fortnite Monopoly, finde Jesus durch Fortnite, Ninja Nerf Gun. Eine Fortnite Giftcard, sogar mit dem Full Game bei einem Spiel, was free to play ist. Panini Trading Cards. Was? Sogar mit dem Full Game bei einem Spiel, was free to play ist. Panini Trading Cards, okay, die einfach nur Screenshots aus dem Spiel sind. Was, Bruder? Bei einem Spiel, was free to play ist. Panini Trading Cards, die einfach nur. Die haben einfach Screenshots.
die haben Screenshots aus dem Spiel gemacht und haben das dann einfach auf so Karten gedruckt und dann an die Kids verkauft, Bruder. Stonks, sein Onkel, Bruder. Screenshots aus dem Spiel sind sehr nutzlose Fortnite-Strategie. Ey, die haben es wirklich komplett ausgesucht. Bücher, die man lesen sollte. Ich finde das ja nicht schlimm, Bruder. Ich meine, jeder versucht so, jedes Unternehmen will ja erfolgreicher werden und will auch versuchen, noch mehr, egal wie viel man jetzt immer noch mehr zu erreichen. Aber Bruder, also, das mit den Screenshots ist echt schon... Man fort- schon bodenlos, halt, Bruder. Meine lesbische Erfahrung. Nicht so, Alter. Und mit ja. Einsamkeit. YouTuber schlachten das Fortnite-Thema komplett aus. Schulsachen können explodieren, wenn sie aus Minecraft. Wir machen bald Plenty Panini, Leute. oder Fortnite bestehen. Epic Games hat diesmal eine tatsächlich gute Idee. Ein schwarzes Loch verschlingt die ganze Welt und zack, für 2 Tage sah man nur noch diesen Bildschirm, wenn man Fortnite startete. Tja, Zeit für euch, um mal an die frische Luft zu gehen. Oh, die Pornhub-Suchanfragen steigen um 9640. Ich glaube, waren nur. Ich glaube, waren nur manche Screens. Hat sie gerade gepiept? Nee, ne? 100%. Ups. Und dann kam Kapitel 2, Season 1. Und wow, eine neue Map. Fortnite ist zurück, Leute. Und nach einer Woche war das Spiel wieder tot. Ja, ist jetzt so lustig. Season 2 wurde dann nochmal okay, versucht, ist okay. Das Spiel wiederzubeleben. Viele Live-Events, die tatsächlich gar nicht mal so schlecht waren. Aber der richtig große Hype konnte nicht wirklich hergestellt werden. In jeder Season kamen irgendwelche Kollaborationen mit Filmen und Spielen dazu. Erst war es Deadpool, dann die anderen Marvel-Helden. Und dann nahmen sie sich das Recht raus, Kratos aus God of War zu beschmutzen. Da siehst du, was sie aus meinem Jungen gemacht haben. Und als sie merkten, sie können eigentlich jede halbwegs bekannte Persönlichkeit hinzufügen, entstanden plötzlich Kämpfe wie Son Goku, der sich mit dem Spider-Man-Netz durch die Luft schwingt, um Itachi mit einem Laserschwert zu töten. Bruder, die haben einfach alles gemixt in diesem Spiel. Die haben einfach alles in einen Topf geworfen und Hauptsache irgendwie... Rick Sanchez, du hast meinen ganzen Squad getötet. Wer? Laserschwert zu töten. Rick Sanchez, du hast meinen ganzen Squad getötet. Haben die auch NPCs reingebracht? Was? Spider-Man, Ariana Grande. Ich werde dich nicht davon kommen lassen. Skins, die total selten waren, wurden einfach nach Monaten wieder angeboten. Und eine ganze notgeile Subkultur auf YouTube und Reddit entstand um die Füße von Fortnite-Charakteren. Epic ja. Games, bitte macht die Brüste und den Boot die Größe. Dazu wurden die Fortnite-Events immer generischer. In Season 8 gab es beispielsweise ein Event, wo die Martin Luther King-Rede gezeigt wurde. Ihr könnt euch denken, wie ernst das genommen wurde. Dazu kommt noch die sich ewig ziehende Fortnite-Story, die absolut keinen Sinn ergibt. Fortnite-Spieler... Bruder, Fortnite hat alles lizenziert, was es auf diesem Planeten gibt. Ja, die haben es echt komplett bis zum Ende ausgesaugt, Digga. Das ist... Gefangen aber auf das ist normal, das haben die bei GTA Online auch gemacht. GTA 5 wäre auch schon längst tot, wenn es kein RP gäbe. Es ist einfach so, es würde kein Schwanz GTA 5 streamen, Bruder. Wer streamt GTA Online? Die Story hat schon jeder durchgespielt, weil das Spiel schon bald 10 Jahre alt ist. Die lassen sich auch ordentlich Zeit immer, wenn die was releasen wollen. Lassen die sich da 10 Jahre Zeit. 10 Jahre lassen die sich Zeit für ein nächstes Game. Müsst ihr euch mal geben. Würde auch keiner mehr spielen, Bruder, ohne RP. Ich auch nicht. Etwas, damit der Loop weitergeht. Meteorit schlägt auf die Insel ein. Aber da gibt es die 7 Superhelden. Von denen einer Dwayne the fucking Rock Johnson. Valorant nur Skins, ja, aber trotzdem kannst du ja Geld da lassen. Darum geht's ja. Man kann ja noch oben drauf noch mehr Geld bezahlen. In diesem Spiel, das meine ich. Der Energiekern der Insel kreiert viele Dinge auf der Map, wie zum Beispiel ein Würfel namens Kevin. Im Eis ist ein Monster, was die Insel terrorisiert. Spieler bauen ein Roboter. Epischer Kampf. Ein Typ namens Jones klont sich ganz oft, weil er die Bösen aufhalten will und damit Epic Games mehr Skins verkaufen kann. Plötzlich kommt der böse Galactus aus Fist, die ganze Busse auf und explodiert. Plötzlich kommen UFOs und ein Mothership, in dem die Spieler dann reingehen. Und der Würfel... Ich weiß auch gar nicht, was sie meint, ich stopp doch gar nicht oft. Und der Würfel stirbt und er wird wiederbelebt. Plötzlich regnet das ganze Würfel von oben herab. Ein paar komische Events später und die ganze fucking Insel dreht sich einmal komplett um, weil die alte Map komplett boring war. Und die Bösen bauen eine Säule, um Fortnite für immer zu vernichten. Doch die 7 Superhelden bauen noch einen Roboter. Wow, wie kreativ. Der macht die Säule kaputt. Plötzlich Kernexplosion. Neue Welt und hier sind wir heute. Okay, ich gebe zu, ich habe einiges ausgelassen, aber das ist der momentane Stand des Dorfes. In den nächsten Seasons gab es tatsächlich dann noch ein paar coole neue Sachen. Dinos, Tornados oder das komplette... Ich glaube, Fortnite, wie es vor 1-2 Jahren war, wird es nicht mehr nie wieder sein. Die haben das einfach... Das ist ja auch... Irgendwann ist es ja auch ausgesaugt. Du kriegst ja nichts mehr raus. Überpowerte Kamehameha ein. Wird's nicht mehr sein. Nie mehr. Und das Bauen wurde kurzzeitig aus dem Spiel entfernt, was dem Ganzen nochmal einen frischen Wind verpasst. Doch die Interesse an Fortnite ist immer noch gut, ja, aber ich glaube nicht mehr so wie früher. Darum geht's ja. Und heute erinnert man sich gerne an die Zeit zurück, in der man nicht auf den Mars flüchten musste, um sicher von Fortnite-Tänzen zu sein. Gutes Video.
Auch wenn ich nie Fortnite krank gegrindet habe, aber ich habe schon so ein bisschen.